Großer Andrang zur ersten Fachtagung Carbon Composites. Alles dreht sich um die Frage, wie lassen sich industrielle Prozessketten für CFK-Bauteile umsetzen, weiterentwickeln und schließlich in Produkte bringen. Entsprechend anspruchsvoll ist das Programm. CFK ist definitiv kein Allheilmittel. Der Trend geht ganz klar zu den Mischbauweisen, das heißt der richtige Werkstoff an der richtigen Stelle. Wissen, worauf es ankommt. Es klingt zwar etwas entfernt von der Gestaltung eines Zerspannungswerkzeuges, aber ganz, ganz wichtig bei der Prozessauslegung ist trotzdem, dass ich weiß, für welche Branche mache ich das Ganze eigentlich. Diesen ganzen zusätzlichen Aufwand, den wir aus der Metallzerspannung kennen, Schruppen schlicht nachbehandeln, das können wir alles vergessen. Wenn wir es auf den ersten Satz richtig hinkriegen und dafür haben wir die richtigen Werkzeuge, dann funktioniert das. Dann werden Sie zufrieden sein und Sie sparen sich die halbe Halle oder eine Maschine oder die Hälfte der Maschinen. Eine Vielzahl von Informationen für das Fachpublikum, aber genau richtig. Also mein Eindruck ist bisher sehr positiv, für mich zumindest sehr viele neue Sachen, da ich mich mit den Faserverbundwerkstoffen bisher noch nicht so ausgekannt habe. Und von daher für mich sehr interessant und auch sehr viel Neues für mich. Ich nehme auch wahr, dass die Fertigungsindustrie, die Prozessindustrie hier drauf auch reagiert. Prozesszeiten werden verkürzt, es wird auf die Anforderungen im Automotive-Geschäft eingegangen. Ich sehe hier einen Trend, den Anteil im Automotive-Markt zu steigern auch. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir hier sind. Bislang sehr positiv, vor allem Fachpublikum hier. Wir hatten sehr interessante Kontakte heute schon und sind hier eigentlich, treffen hier unser Publikum, unsere Branchen auch und die Anwender, die wir suchen. Eins wird deutlich, derzeit existieren bei den Anwendungen von CFK noch eine Fülle von Einzelthemen. Diese gilt es zusammenzuführen mit Hilfe von Kooperationen und gemeinsamen Foren, wie der Fachtagung Carbon Composites.